Yo Leute, was geht ab? Wie gesagt, ich bin über YouTube auf jeden Fall auf DevPool gestoßen. Wie gesagt, die bauen eure Abgasanlagen um, die machen das auch echt sauber. Wir schauen uns gleich mal ein Video an zum B58, also zum M140. Ich will meine Abgasanlage auf jeden Fall auch bei denen machen lassen. Ich habe auch schon eine E-Mail geschrieben. Ich habe jetzt auch wieder drauf geantwortet. Backnang ist auch nicht so weit von hier. Also für mich geht es echt klar, ich fahre eine Stunde oder so. Die brauchen in etwa 3 bis 4 Stunden. Und ja, Preise schreibt ihr dir am besten einfach mal selber an. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf. Lieber nicht, schreibt denen einfach eine E-Mail, wenn ihr das machen wollt. Die machen echt saubere Arbeit, also zumindest hier im Video. Ich werde dann nochmal ein Video drüber machen, wenn ich es gemacht habe. Ja, wird bestimmt zeitnah passieren, je nachdem, wann die einen Termin frei haben. Von mir aus sehr gerne. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal das Video kurz an. Soll ich euch erst kurz einspielen, wie sich das davor anhört? Ja. Machen wir das als erstes. Also, es ist schon abartig. Es ist schon heftig laut. Also, wie gesagt, die bauen es so um, dass die Klappensteuerung sowieso erhalten bleibt. Dann könnt ihr leise fahren und laut. Ja. Ist geil. Geil. Ich würde mal sagen, wir schauen uns noch kurz das Ganze jetzt von vorne an. Die haben auch noch ein anderes Video, wo die Dezibelanzahl messen. Ich meine, auf dem Komfortmodus hat es dann so 80 bis 85 Dezibel so. Was auch im Schein eingetragen ist, also alles so im erlaubten Rahmen bleibt und offen dann natürlich, keine Ahnung, 100 Dezibel oder so, weiß nicht. Ja. Geil. Also das Video ist jetzt auch ohne Ottopartikelfilter. Die haben aber noch ein Video mit Ottopartikelfilter, meines aber sowieso ohne. Ich habe einen Handschalter und der ist auf jeden Fall noch ohne. Servus Jungs, DevPool hier. Heute mit einem neuen Video. Heute mit einem neuen Video. 40i mit Pipe. Alle Autos mit einem B58 Motor haben ein gleich aufgebautes Mittelrohr und zwar besteht aus Vorschalldämpfer und einem Mittelschalldämpfer. Das Rohr hier ist originale BMW-Rohr, vorne und hinten originale Anschlüsse. Hinten ist die Trennstelle gleich wie beim Performance-Endschalldämpfer-Umbau. Beide Schalldämpfer wurden bearbeitet und zur Straightpipe umgebaut. Dabei ist es schön natürlich, dass man das auf der Originaloptik basierend hat. Das heißt, man sieht keine Bearbeitungsspuren, keine Schleifspuren, es muss nicht nachlackiert, nachgeschliffen werden oder sonst irgendwas. Wenn ihr jetzt noch ein paar Kilometer auf die. Das ist auch wichtig, also wenn man im Endeffekt irgendwo was machen lässt und ja, dann sieht man das, dann kriegst du nur Ärger mit der Polizei oder mit dem TÜV. Es gibt halt echt nur Ärger. Es muss schon sauber gemacht sein, keine Ahnung, wie die es machen. Perfekt die Naht auf und die Naht wieder zu, ich weiß nicht. Schauen wir mal, wenn ich es machen lasse. Wenn die Pipes drauf fährt, dann sieht man da rein gar nichts mehr vom Unterschied zum Originalrohr und ihr könnt weder in der Polizeikontrolle noch beim TÜV eigentlich Probleme bekommen. Natürlich immer abhängig, an was für Person ihr gerät. Aber ich hatte bisher schon einige Umbauten, auch beim 235, sehr ähnlich, aber Rückschalldämpfer hatte ich bisher noch nie Probleme bei dem Ganzen. Das Schöne bei der Modifikation ist neben dem unauffälligen eben, dass es halt sich schon um ein 80 mm Rohr und damit ein dickes Rohr, einen dicken Querschnitt handelt und man. Das ist halt echt gut. Also, er hat schon original, was ist das, 3 Zoll oder 2,5 oder so, ich weiß nicht. Ist schon echt ein fettes Rohr, das ist halt echt gut. Wenn ihr original ein dünnes hättet, dann müsst ihr noch auf ein dickes umrüsten. Ist dann wieder scheiße. Nicht zwingend einen anderen Endschalter brauchen. Man kann
genau mit dem ganz normalen Standard-Endschaltverfahren. generiert damit einen super Sound. Man kann die Klappenfunktion noch nutzen. Man kann leise fahren, indem man den Komfortmodus schaltet. Man hat keinerlei Dröhnen und der Sound wird richtig schön aggressiv. Er wird tiefer im Stand, in unteren Drehzahlen, klingt einfach erwachsener. Also mein Favorite eigentlich. Favorite Martin, oder? Das ist halt echt wichtig, auch wenn ihr abends fahrt oder so und habt echt keinen Bock auf das Rumgedröhne und so. Dann fahrt ihr einfach auf Komfort, dann ist alles leise, ist richtig easy, ist geil. Und ja, tagsüber oder so, bei geilem Wetter, wenn ihr wollt, auf Sport. Gib ihm. Fühlst gar nicht, und so. Natürlich. Nee. Das ist alles schon, Alter. Spaß, Mann, ich wollte nur einen kleinen Witz reinbringen. Ja, warte, ich muss schon sagen, wenn wir schon dabei sind. Bla, bla. Zu dem Video. Sound. Nee, Sound haben wir gemacht. Wir können noch, ich wollte schon noch Schmidt die Nähe zeigen. So, mal hier das Ganze auf der Nahaufnahme. Hier der Vorschalldämpfer und hier der Mittelschalldämpfer, der umgebaut wurde. Wie man sieht, sieht man gar nichts. Du weißt, JP. meiner Meinung nach ist es die beste Mod von W58, weil der Endschalldämpfer bringt eigentlich nicht viel. Der Performance-Endschalldämpfer, davon sind die meisten Kunden ehrlich gesagt enttäuscht. Geht halt nicht zu viel von Scheiße. Ich meine, auf dem Handschalter darf man den M-Performance-Endschalldämpfer sowieso nicht fahren. Ist irgendwie nicht zugelassen, nur auf einem Automatik. Keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Aber wie gesagt, bringt sowieso kaum was. Da haben sich einfach mehr erwartet von diesem Scheißteil. Ja, das ist wirklich so. Wir hatten schon wirklich viele Kunden hier, die dann gesagt haben, hey, Performance-Endschalldämpfer, was sehe ich hin, 700, 800 Euro. Also. Im Endeffekt geht nicht viel und haben die beiden Sachen gemacht. Haben den Performance-Endschalldämpfer teilweise sogar wieder verkauft. Ansonsten, klar, ultimative Steigerung ist natürlich noch, den Endschalldämpfer zu modifizieren und den komplett auf Straightpipe umzubauen. Natürlich können wir das auch machen. Bleibt auch die Klappenfunktion erhalten. Aber ich bin der Meinung, wenn man die zwei Schalldämpfer umbaut, dann reicht es für den Autonormalfahrer. Und die Spreizung ist eigentlich genug da zwischen Sport- und Komfortmodus, dass man daraus seinen Spaß hat. Ja. Schon geil. Also krass. Hier unser Hausmeister Martin gerade auch beim. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ja, wie gesagt, was kann man noch zum 1.40 sagen? Original ist der einfach zu leise, ist ganz klar. Also der B58, der ist schon ein geiler Motor, aber ja, die müssen sich da an so viele Regeln mittlerweile halten. 80 Dezibel ist jetzt auch nicht wirklich laut, ist glaube ich im Schein eingetragen. Und ja, mit Autopartikelfilter wird das Ganze natürlich noch leiser. Schubabschaltung ist natürlich von Werk aus schon programmiert. Das dürfen sie ja mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr oder machen es nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, mal schauen, was daraus wird. Vielleicht lasse ich meinen Auspuff dort auch machen und dann würde ich mich einfach wieder melden. Jo, folgt denen, checkt die auf jeden Fall ab. Wie gesagt, die sind aus Backnang. Und ja. Wie gesagt, wer Interesse hat, soll den einfach eine E-Mail schreiben. In diesem Sinne, Peace.